Moin liebe Freunde, ihr erinnert euch vielleicht, es ist ja einige Zeit her, da habe ich ein Tutorial dazu hochgeladen, wie man mehrere Karten aus der Luft zaubern kann. Ich habe aber mehrere Kommentare erhalten dazu, dass man hier zwar mehrere Karten produziert, aber diese Karten auftauchen lässt, aber sie nicht wieder verschwinden lassen kann. Während wir also in dem Tutorial, das ich jetzt angesprochen habe, das ich euch übrigens hier im Video verlinke und ist auch in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinkt, klickt einfach rein. Während es in dem Video halt darum ging, Karten aus dem Nichts zu produzieren, wollen wir Karten jetzt verschwinden lassen. Ich stelle euch heute die zwei meiner Meinung nach am besten funktionierendsten Techniken dafür vor und den einen schon nicht ganz so mega Hammer ist, aber die andere ist richtig gut. Kommen wir also zu Technik Nummer 1, der Technik, die ich super, super toll finde, dem Backpalm. Die Backpalm-Technik ist die Technik, die wir auch schon verwendet haben, um Karten aus der Luft zu produzieren. Wir machen das Ganze jetzt aber nur mit einer Karte, können diese aber dafür verschwinden lassen und wieder herholen. Verschwinden lassen, wieder herzaubern und so weiter. Rein von der Performance her wird das Ganze dann so aussehen, ihr habt hier eure Karte, das ist hier eine ziemlich wunderschöne, bunte Karte. Diese Karte lassen wir jetzt mit ein wenig Magie verschwinden. Wir können sie auch wieder herzaubern. Wir machen das Ganze einfach nochmal. Wir lassen die Karte mit ein wenig Magie verschwinden und mit ein bisschen mehr Magie wieder herzaubern. Verschwinden lassen, herzaubern. Verschwinden lassen, herzaubern. Diese Technik finde ich, wenn man sie richtig ausführt, richtig schön. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich finde, das sieht einigermaßen vernünftig aus. Klar ist das kein professionelles Level, aber das behaupte ich auch nicht von mir selber. Na, also wisst ihr Bescheid. Wie schwer ist das Ganze? Ich würde dem auf meiner Schwierigkeitsskala von der Technik her 8 von 10 Punkten würde ich dem schon geben. Ist keine leichte Technik, ist schon schwerer. Ist nicht das Allerschwerste, was man machen kann. Mit genug Üben werdet ihr das Ganze hinkriegen. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ihr schnappt euch eine ganz normale Spielkarte. Und was wir machen werden, ist, wir werden diese Karte so backpalmen, sodass man die vorne nicht mehr sieht, und werden sie dann so wieder nach vorne holen. Das ist die Durchführung dieses Tricks. Also Schritt für Schritt. Ausgangsposition ist, da gibt es viele verschiedene Versionen. Es gibt Leute, die packen die Karte hier mit dem Daumen in der Mitte und drücken ihn dann gegen die beiden Finger auf der gegenüberliegenden Seite, sodass sie hier mit den beiden Fingern einfach hier reingreifen können. Ich finde das aber ein bisschen verräterisch, wenn man die Karte plötzlich so hält. Das macht kein Mensch. Das sieht meiner Ansicht nach zu unnatürlich aus. Ich packe die Karte gerne in der Ausgangsposition so. Ihr müsst es nicht so machen. Ich sage euch nur, wie ich das Ganze gerne mache. Ich packe die Karte mit dem Daumen hier in einer Ecke und drücke sie hier schön gegen den Zeigefinger. Das ist immer meine Startposition. Wenn ich den Trick aber durchführe, halte ich die Karte nicht so, wie ich das jetzt für euch tue, um die zu zeigen, sondern ich halte die Karte im Prinzip so. Also meine Hand befindet sich nicht hier in einer Linie mit der Karte, in einem 180-Grad-Winkel. Ja, das ist hier im Prinzip derselbe Winkel, das ist parallel zueinander, sondern im 90-Grad-Winkel dazu. Ja, nicht hier, sondern hier. Hier halte ich die Karte und habe jetzt im Prinzip hier meinen kleinen Finger schon bereit an dieser unteren Ecke. Die Fingerposition ist also dieselbe, wie wenn wir hier hingehen, aber die sieht viel natürlicher aus. Nehmt euch meine Spielkarte in der Hand und jetzt haltet sie hoch in der Luft, um sie einem Zuschauer zu zeigen. Wie haltet ihr diese Karte? Haltet ihr die so oder haltet ihr die so? Ja, der Normalmensch hält eine Karte so in der Hand. Das war jetzt also der Griff. Jetzt kommen wir also zum zweiten Schritt, dem Wegzaubern. Schritt 2 ist, wir zaubern die Karte so nach hinten. Wie machen wir das jetzt also konkret? Wir haben ja hier unseren Ausgangsgriff. Ich gehe jetzt mit meinem Zeigefinger hier über die Ecke und mit meinem kleinen Finger unten über die Ecke. Das heißt, ich habe jetzt die beiden Finger hier in ganz kleinen Zipfeln über die Ecke geschoben. Wenn ihr Anfänger seid und diese Technik noch nie gemacht habt, tut nicht das hier, sondern tut das hier. Ja, gleich mehr dazu. Erstmal ganz grob, ihr haltet die in diese Außenposition, schiebt eure Finger über die Ecken und jetzt packt ihr die im Prinzip hier an diesen Stellen und schiebt sie einfach nach hinten. Die Endposition, die wir haben wollen, ist, dass die Karte hier zwischen Zeige- und Mittelfinger ungefähr auf Höhe meines Knöchels zwischen den Fingern steckt und dasselbe auch zwischen kleinem und Ringfinger. Ungefähr auf Höhe des Knöchels hier ist die Ecke. Und von vorne sieht man das Ganze nicht, höchstens hier ein bisschen die Zipfel. So, was ich gerade meinte mit, wenn ihr Anfänger seid. Wenn ihr Anfänger seid, übt das Ganze erstmal so, dass man ruhig hier ordentlich was an Zipfeln sieht. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm als Anfänger. Ihr müsst erstmal die Bewegung reinkriegen. Ja, kriegt also erstmal diesen Move hier rein. Wenn der Move sitzt und ihr schafft es einigermaßen schnell, nicht so langsam hier, sondern ihr schafft es einigermaßen schnell, zack, und die Karte ist weg. Aber mit sehr großen Zipfeln hier. Wenn ihr das schafft, dann bemüht euch darum, dass ihr wirklich möglichst wenig Karte greift, aber genug Karte, um sie gut festzuhalten. Weil wenn ihr zu wenig Karte greift, dann rutscht sie euch hier aus dem Ritz raus und ihr verliert sie und sie baumelt so in der Luft rum. Die ist im Prinzip von vorne betrachtet verschwunden, aber wenn ihr jetzt ein bisschen mit der Hand rumfuchtelt, um das Ganze magischer zu machen, dann sieht man die Karte. Was machen wir also? Genug Fläche, um sie zu halten, aber auch wenig genug Fläche, damit man sie von vorne nicht sieht, und dann schieben wir die schön nach hinten. Und hier schön Kraft aufbauen zwischen den Fingern, ja? Schön zusammendrücken das Ganze. Einmal noch von hinten vielleicht, wie das dann aussieht. Wir gehen also im Prinzip hier rüber. Wir gehen also von hier für einen kurzen Moment in dieselbe Position, die ich auch vorhin meinte als diese komische Anfangsposition. Ich starte aber lieber gerne hier vom Zeigeweg. Wir sind hier, gehen hier rein
Wir reifen über die Ecken und schieben das Ganze jetzt nach hinten. Hier sind wir jetzt also angekommen. Wir haben die Karte jetzt verschwinden lassen. Übt das Ganze erstmal. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eine Karte gerade in der Hand habt und während ihr das Videoshot geübt habt. Falls nicht, übt das Ganze jetzt auf jeden Fall ein bisschen, denn jetzt wollen wir den letzten Schritt, den dritten Schritt üben. Wie zaubern wir die Karte wieder her? Wir haben es also geschafft, die Karte so dem Zuschauer zu zeigen und sie verschwinden zu lassen. Wie kriegen wir die Karte jetzt also wieder nach vorne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet einfach wieder die Hand schließen zu einer Faust, sie nach vorne schieben und greifen. Zack. Könnte man machen. In schnell sieht das Ganze dann so aus. Und so. Das Ding ist dabei, man sieht diese Bewegung, dass ihr zu einer Faust geht. Und wenn das Auge eures Zuschauers schnell genug ist, dann sieht der Zuschauer, dass die Karte sich hinter eurer Hand befunden hat. Ja? So. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das verschwinden lassen und dann... Das war jetzt ein bisschen zu schnell ausgeführt. Das würde der Zuschauer jetzt vielleicht nicht mehr sehen. Aber ich lasse sie verschwinden. Und jetzt Achtung. So. Der Zuschauer sieht also, wie die Karte hier hingeht. Und das wollen wir vermeiden. Was können wir also cooler machen? Cooler finde ich ist, wenn man in dieser Position ist, diese beiden mittleren Finger, Mittelfinger und Ringfinger im Prinzip hier rauszulösen und mit ihnen die Karte nach vorne zu schieben. Ist ein bisschen was anderes, als wenn man mit der ganzen Hand schließt. Wenn ihr die ganze Hand schließt, kommt die Karte mit nach vorne und man sieht sie, während ihr sie noch im Griff habt. Wenn ihr aber die Finger löst und ihr schiebt sie dann nach vorne, dann sieht man die Karte erst, wenn der Daumen schon dran ist und die Karte greift. Ich zeige das einmal von einem anderen Winkel. Ihr seid in dieser Position und ihr bringt die beiden mittleren Finger raus und drückt sie vor. In dem Moment, in dem man die Karte sieht, geht ihr mit dem Daumen schon hin und habt sie in der Hand. Das heißt, dann greift ihr die Karte wirklich aus der Luft, ja? Ihr seid also hier und geht einfach zack. Und dann ist sie da. Während bei dieser anderen Version ihr die Karte im Prinzip hervorzieht, was man dann aber sieht, greift ihr in dieser Version hier die Karte wirklich aus der Luft. Und die Version finde ich cooler. So, jetzt habe ich ausführlich genug über diesen Backpalm geredet. Jetzt noch ein paar Tipps zur Performance. Ihr zeigt die Karte dem Zuschauer und ihr schüttelt schön aus Ellbogen, Schulter und Handgelenk, schüttelt ihr die Karte ein wenig in so einer Bewegung hier, ja? Nicht einfach sowas hier, sondern schön in Bewegung lassen, damit der Zuschauer noch weniger sieht. Erstens ist es dafür da, dass der Zuschauer da also weniger sieht. Und zweitens hilft euch das Ganze, die Psyche vom Zuschauer zu manipulieren, weil wenn ihr hier schön rumwackelt und ihr lasst die Karte in diesem Wackel verschwinden, als hättet ihr die Karte ins Nichts geworfen. Es ist ja die Bewegung, als würdet ihr die Karte auf den Boden schmeißen. Zack. Und plötzlich ist sie weg. Erstens das ist schon ein sehr verblüffender Moment, weil das ist was völlig Natürliches für den Zuschauer, was er aus dem Alltag kennt. Wenn die Karte jetzt weg ist, und ihr das Ganze aber trotzdem weiter bewegt, dann denkt der Zuschauer viel eher, boah, die Karte ist wirklich weg. Nicht bewusst, aber auf jeden Fall unbewusst wird er das denken. Denn wenn ihr die Karte nur so verschwinden lassen würdet, was ein Zuschauer vielleicht bei den ersten ein, zwei Vorführungen denken könnte, dann würde das Ganze aber sichtbar werden durch dieses Wackeln hier, ja? Ihr seht, was ich meine. Dadurch, dass ihr das Ganze aber in diesem Griff habt und dann wackelt, sieht man gar nichts. Egal wie viel er wackelt, die Karte ist ja fest. Deswegen ja auch dieser komplizierte Griff. Und das hilft, das Ganze viel, viel natürlicher und verblüffender rüberkommen zu lassen. Und das war auch schon die bessere Technik von diesem Video. Ich erkläre euch jetzt noch Technik Nummer 2. Die finde ich persönlich aber nicht ganz so cool, weil man sehr, sehr, sehr viel falsch machen kann und auch ich mache da immer wieder sehr, sehr, sehr viel falsch. Die erfordert also viel Übung, bis sie einigermaßen vernünftig aussieht. Ich performe jetzt aber erstmal, was ich meine. Bei dieser Technik könnt ihr nämlich folgende Performance durchführen. Ihr zeigt den Zuschauer eine ganz normale Spielkarte, die ihr habt und ihr zeigt eure leere Hand und mit dieser Karte können wir jetzt nämlich... Zack, sie ist weg und da ist sie wieder. Ja, das verschwinden lassen kann ich einigermaßen, aber das hervorholen und die Performance drumherum, die habe ich noch nicht perfektioniert. In diesem Video will ich euch aber die Technik erklären. Jetzt aber erstmal zur Technik, wie funktioniert das Ganze. Schwierigkeitspunkte würde ich diesem Trick auf einer Skala von 1 bis 10 6 geben, denn der ist ein bisschen leichter. Einmal kurz zusammengefasst, was wir machen. Wir halten die Karte hier, bringen sie in diese Position hier, die von vorne die Karte unsichtbar macht und holen uns dann die Karte wieder. Das war's. Wenn wir das Ganze jetzt genauso gliedern wie die erste Technik, dann kommen wir erstmal zum Griff. Ich halte die Karte zwischen Zeige und Mittelfinger. So, die anderen Finger der Hand brauche ich nicht. Jetzt kommen wir zum Verschwinden lassen. Das funktioniert nämlich so. Was tun wir? Wir bringen die Karte mit unseren Fingern Richtung Handfläche. Ja, wir krümmen die Finger. Und wenn die Karte hier unseren Handballen berührt, nicht einfach frontal mit der Kante, sondern ein wenig Richtung Hand geneigt. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Nicht so, sondern die Karte ein wenig Richtung Boden geneigt. So, ne? Dass sich die Karte im Prinzip schön hier in euren Handballen reinschmiegen kann. Wie zeige ich das am besten? Ich lasse die Karte im Prinzip hier den Handballen entlang sliden, ja? So, ja? Dadurch biegt sich die Karte ein ganz kleines wenig zu einer kleinen Welle, ja? Wir gehen also hier hin. Zack. Und jetzt greifen wir mit unserem Daumen über die Karte und drücken sie gegen unsere Handfläche. Gehen hier rein, zack, zack. Und dadurch kriegt die Karte hier halt eine kleine Kurve. Einmal so, wir gehen hier rein, zack. Das ist der Verschwinden-Lass-Move. Zack. Vom Zuschauer aus sieht das Ganze dann so aus. Zack.
Was müsst ihr beachten? Selbstverständlich vom Zuschauer aus gesehen dürft ihr nicht zeigen, dass man hier den Daumen sieht, aber er irgendwie was festhält, ja? Daumen also am besten ganz rauslassen, aber in einem Winkel, in dem es nicht auffällt, dass der Daumen nicht da ist. Ja, also wenn ihr das Ganze jetzt macht und irgendwie so zeigt und die Finger am besten gerade noch so spreizend durchstreckt, sieht der Zuschauer natürlich, wo ist der Daumen? So sieht keine Hand aus. Ja, ihr wollt da nicht hin, sondern ihr wollt das Ganze natürlich aussehen lassen, die Finger nicht durchstrecken und noch nicht so spreizen, sondern so große Lücken lassen, dass es noch natürlich aussieht, wie man die Hand auch völlig natürlich halten würde. Egal wie groß die Spalten sind, die Karte ist ja hier unten, das heißt hier sieht man sie nicht, ja? Aber wie gesagt, schön natürlich das Ganze. Ja, lasst es in einer natürlichen Handposition, aber achtet darauf, dass der Winkel passt. Von hier aus sieht man die Karte. Von hier aus sieht man die Karte durch die Spalten, ja? Also hier wollt ihr hin, ihr wollt auch nicht hier zeigen und ihr wollt auch vor allem nicht hier flashen. Das ist die allergrößte Gefahr, dass man hier die Karte sieht, ja? Das wollt ihr nicht. Also schön den Winkel perfektionieren, am besten vor einem Spiegel üben oder vor einer Kamera mit Display. Hier also rein, zack. Und lasse die Karte hier verschwinden. Zwar nicht mit gespreizten Fingern, sondern in einer völlig natürlichen Handposition. Ja, schön entspannt, schön chillig. Nicht anspannen die Finger dabei, sondern schön cool locker lassen. Schon festhalten das Ganze, aber halt nicht zerquetschen die Karte. Jetzt können wir die Karte verschwinden lassen. Jetzt wollen wir sie wieder herzaubern. Und genau den Teil habe ich noch nicht perfektioniert. Wir sind jetzt also in dieser Position. Könnten jetzt also perfekt wieder dasselbe machen wie vorhin und die Karte so nach vorne schießen. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Zack. Finde ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie passt das nicht. Irgendwie, das fällt dem Zuschauer auf. Ist noch nicht ganz richtig, also zack und dann zack, na, das ist noch nicht ganz cool. Ich würde auf jeden Fall, wenn dann eher so dieses pistolenmäßige zack nach vorne schießen machen, das ist schon cooler, aber rein von der Technik her greift ihr eigentlich hier wieder rein und zieht die Karte so nach vorne. Im Prinzip spielt ihr einfach rückwärts dasselbe ab, wie ihr die Karte auch verschwinden lasst. Ich mache es aber manchmal auch ein bisschen anders, ich habe es jetzt auch vorhin ein bisschen anders performt, ich habe die Karte verschwinden lassen, hier da zur Performance selber komme ich gleich und dann bin ich im Prinzip mit meiner linken Hand hier reingegangen und habe die Karte mit der linken Hand geholt. Also Karte so verschwinden lassen und auf dieselbe Weise wieder hervorzaubern. Und jetzt einiges zur Performance. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, ich habe meine andere Hand genommen als leere Hand und schön den Fokus auf diese Hand gelegt. Macht das auch so, guckt diese Hand an, nicht die hier. Schaut auf die leere Hand und der Zuschauer wird merken, okay, irgendwas ist mit der leeren Hand los. Und dann im passenden Moment, und das müsst ihr üben, wann ihr das tut, geht ihr halt in diese Position. Natürlich nicht hier vorne schon, passt natürlich nicht, ja? Sowas hier, das passt nicht. Das hier passt auch nicht. Ja, ihr müsst es genau richtig timen, dass ihr die Karte im Prinzip verschwinden lasst und es aussehen lasst, als würdet ihr sie in diese Hand nehmen und dann zeigt ihr aber, die Hand ist leer. Und dann zaubert ihr die Karte wieder hervor. Das wollen wir erreichen, ja? Und auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Man sollte generell, egal bei welcher Technik und egal bei welchem Kartentrick und so weiter, sobald ihr irgendwas mit Kartenzauberei macht, tragt nicht dick auf und sagt, boah, ich mache jetzt einen richtig heftigen Trick. Denn damit baut ihr Erwartungen auf. Nein, das würde ich auf keinen Fall machen. Generell sowieso nicht, aber bei dieser Technik hier auf keinen Fall. Backpalm, vielleicht gerade so ein bisschen anteasern, aber hier auf keinen Fall. Bei dieser Technik würde ich nicht sagen, so auf drei lasse ich die Karte verschwinden. 1, 2, 3, zack, ja. Sondern einfach den Zuschauer sagen, ey, schau mal, Achtung, 1, 2, 3, zack. So, gut, das war jetzt hier schlecht performt. Aber ich meine, vom Prinzip her, hier würde ich den Zuschauer überraschen mit dieser Performance, ja. Abschließend also noch einmal. Mann, ey, das ist mega schlecht, ey. Und das war auch schon alles, was ich euch zu diesen beiden Techniken sagen wollte. Ich hoffe, am Ende von diesem Video habt ihr jetzt gelernt, wie ihr auf zwei eigentlich ziemlich coole Art und Weisen Karten verschwinden und wieder herzaubern lassen könnt. Wenn dem so ist, du hast jetzt gelernt, wie das Ganze geht und dir hat dieses Video gefallen, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Du würdest mich sehr unterstützen damit. Nice, gebt mir eure Daumen. Wenn du jetzt also Interesse hast, da du jetzt mit einer Karte gelernt hast, die Karte verschwinden zu lassen, wie du mehrere Karten aus der Luft herzaubern kannst, schau dir das Video an, das ich für euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, war auch am Anfang vom Video verlinkt im Bildschirm. Schau dich das Ganze auf jeden Fall an. Ansonsten begebe ich mich jetzt auf meine Endcard. Links von mir könnt ihr euch reinklicken für mein letztes Video. Das war ein ganz besonderes Video, nämlich ein Frag die Bros, bei dem mein Bruder und ich Fragen beantwortet haben, die auf uns als Brüder bezogen waren. Schaut euch das unbedingt an und unten links von mir verlinke ich euch jetzt auch mal was ganz Besonderes, nämlich mein letztes Musikvideo. Ich habe nämlich das Lied Herz über Kopf von Joris gecovert. Ihr könnt euch das Ganze einfach anschauen und mir eure Meinung hinterlassen, wie ihr das Ganze findet. Wir sehen uns in einem der beiden Videos oder ansonsten am Mittwoch um Punkt 14 Uhr zum nächsten Video. Bis dahin und ciao.